Hallo, wieder mal werde ich sehr konkret über die Dinge reden und damit man eine ungefähre Sicht auf das hat, was passiert. Ich werde die Schlussfolgerung gleich vorwegnehmen. Es fühlt sich so an, als wäre das, was die Ukrainer, wenn sie, nachdem der Krieg beendet ist, zurückgehen in die Heimat, die zerstörten Wohnungen, die zerstörten Häuser, die zerstörte Infrastruktur, kein Wasser, kein Strom. Das werden die als schockierend vor Augen haben. Und die Anzahl der zivilen Opfer, das wird jetzt nicht das Schockierendste sein. Ich habe die Vermutung, das könnte sich in einer Größenordnung von 10.000 belaufen. Man muss das ja immer relativieren, dann ist der Schrecken nicht ganz so groß. Es gibt ja immer irgendwelche Anzahl von Toten. Bitte, ich will mich jetzt nicht 15 Stunden lang moralisch korrekt äußern. Ich muss auch manchmal die Dinge abkürzen, dass ja, ich bin auch nur ein Mensch. Ich neige allerdings dazu, eine gewisse Perspektive aufzubringen, wo man nicht immer so moralisch wird oder dramatisch, wo man den Eindruck gerecht wird, dass da ein schreckliches Blabla ist, ja, weil ich glaube, dem Zuschauer ist damit auch nicht gedient. Es muss so eine bestimmte abstrakte Haltung hier gewonnen werden, sonst kann man das, glaube ich, nicht ertragen. Der Umstand ist so, die ukrainische Armee hat die Stellung hier und hält sie gegenüber dieser Front seit 8 Jahren. Der Putin will das ja einkesseln und ich habe da mal hingeschaut, wie geht das da weiter und es wird gar nicht dazu kommen, habe ich den Eindruck. So ergibt sich auch durch andere Hinweise mir der Eindruck, dass der Putin jetzt forcieren will. Er hat im Moment eine Waffenpause beschlossen. Oder tut so, als wäre es eine Waffenpause und er nutzt die Zeit, das hat er schon mal vor ein paar Tagen gemacht, um die Truppen an der Front mit Versorgungsgütern zu versehen, um sie auszustatten. Denn er plant jetzt den Sturmangriff anscheinend. Ab Montag gibt es wahrscheinlich ja einen sehr zerstörerischen Bombenhagel. Er hat es jetzt die letzten Tage auch schon so gemacht und die Bewohner wissen, dass das im Raum steht. Er hat Charkiw meiner Meinung nach demonstrativ so scharf angegriffen, damit die Leute sehen, was passieren kann, damit die aus dem Gebiet fliehen. Erstmal ist dieser Aspekt für ihn auch wieder ein Mittel der Demütigung. Flucht und Vertreibung ist immer sehr demütigend. Er verursacht ja dann auch in der EU wieder Destabilisierung, ganz klassisch. Und jetzt denkt er wahrscheinlich so, wenn die Leute aus der Schusslinie sind, dann kann ich ja ein bisschen mehr zerstören. So einfach und perfide dürfte das in seinem Kopf abgehen. Zu viel an zivilen Opfern und auch Soldaten als Opfer. Besonders auf seiner eigenen Seite natürlich, kann er sich nicht erlauben. Er steht innenpolitisch unter Druck. Und kann sich auch keinen längeren Krieg erlauben. Deswegen will er das jetzt forcieren anscheinend. Und das ist das Verhängnis. Die Generäle, die haben ihm wahrscheinlich gesagt, das wird ein Stellungskrieg, mein lieber Freund. Die ukrainische Armee ist wehrhaft. Und er will das jetzt forcieren, ja, mit der Brechstange und das geht nicht gut. Und es kann sein, dass die Zahlen wirklich so kommen, die ich vor Augen habe von 30.000, 50.000 getöteten russischen Soldaten, während die Zahl der ukrainischen Soldaten, so hört sich das an, was ich alles so reinbekomme, im Vergleich dazu sehr gering ausfallen wird. Ihr müsst euch klar machen, dass das für die ukrainische Armee wie Tontaubenschießen eigentlich ist, wenn die russische Armee einfach zu nahe herankommt. Sie wollen hier den Kessel. Und ich habe den Eindruck, bei Irpin, einer Stadt, die momentan sehr scharf bombardiert wird, da will der Russe nicht durch. Ich kann mich natürlich irren. Man weiß jetzt nicht, von wann das Bild ist. Man müsste ein aktuelles Kriegsbild haben.
Ja, das ist Irpin. Sie versuchen es, ja, aber sie wollen auch andererseits, also der Russe versucht durch Irpin, das ist hier, nach Kiew vorzudringen. Das ist eine Hauptstraße und das wäre direkt das Tor nach Kiew. Ich vermute, er will jetzt hier diese Hauptstraße dann weiter und Kiew einkesseln. Er sucht den Weg nach innen. Aber einkesseln ist praktisch das, was dann dabei rauskommt, weil einfach überall die ukrainische Armee steht. Und ich sehe Irpin hier, der direkte Vorstoß von oben scheint da nicht zu kommen. Ja, das ist jetzt eine Vermutung, ich will das jetzt nicht als Garantie aussprechen. Was ich da gesehen habe, ist, dass der Russe seinerseits das auch blockieren will, dass die ukrainische Armee ihm dem Russen nicht in den Rücken fällt. Ja, und das scheint aber so nicht zu funktionieren, weil die russische Armee ist ja nicht die einzige auf dem Schlachtfeld. Die ukrainische Armee will das verhindern, diese Einkesselung. Und dann wird der Putin wahrscheinlich das forcieren. Die ukrainische Armee ist besser mental drauf. Die russische Armee ist teilweise überhaupt nicht vorbereitet auf den Krieg. Vielen hat man gesagt, das ist immer noch eine Truppenübung, bis dann geschossen wurde, dann hat man einen anderen Befehl bekommen. Also das muss man sich vorstellen, die sind einfach ganz schlecht informiert, sehr schlecht ausgestattet, um die Moral steht es auch nicht zum Besten, es sind keine kampferfahrenen Soldaten, die jetzt längere Dienstjahre hätten, die hat der Putin auch noch da, aber das spielt auch keine Rolle mehr, denn der Haupt Punkt ist, dass die Lage für die Verteidiger besser ist. Diese russische Armee aufreiben, einfach weil die russische Armee es darauf anlegt, jetzt diesen Krieg, ja, dass eben das Ziel, das Kriegsziel erreicht wird durch die Eroberung Kiew. Und da wird einfach zu schnell agiert anscheinend. Die Engel deuten an, dass der Putin hier den Oberbefehlshaber spielt und sich über die Generäle konsequent hinwegsetzt. Der ist wahnsinnig. Den müsste man einsperren, ne? Guckt hier an, was der macht. Aber das sind ja alle diese Typen, ja? Der war ja auch schon öfter hier. Hitler, Napoleon, King Shuangdi. Das war der das chinesische Reich gegründet hat. Die sind alle größenwahnsinnig. Und die sind alle dieselbe Person. Und mir scheint, dieser Putin tobt sich jetzt in diesem seinem Leben einmal aus. Ne? Und das hatten die da oben von Anfang an gesehen. Und man kann damit rechnen, dass das, was jetzt passiert, noch das Bessere ist. Also, ihr kennt ja vielleicht die Alois Ihlmeier-Prophezeiung, da wird ein ganz anderer Putin gezeigt. Da hat man es also verhindert durch den Ostblock, der weggefallen ist. Das war die harmonische Konvergenz 1987. Die Engel haben mir gesagt, die DDR würde sonst heute noch bestehen. Ja, und der Putin wird allerdings auch in vielen Leben so auftreten oder hat in vielen Leben so aufgetreten, dass er bei so einer Aktion, die ja in allem seinem Leben anscheinend vorkommt, sich auch selbst zerstört. Ja, das ist einer, der nur in die Zerstörung führt und auch sich selbst in die Zerstörung führt letztlich. Durch die Reaktion, die er im Außen verursacht. Ich habe deswegen den Verdacht, dass er auch wirklich innenpolitisch jetzt wackelt und er kann sich dadurch auch nicht mehr so viel erlauben. Die Wirtschaft wird er jetzt wahrscheinlich in so einer Art hypnotische Veranstaltung durch die Medienpropaganda als Heil hinstellen. Und ich habe den Eindruck, dass das für die Leute gar nicht hinhaut, die vermittelte Realität und die erfahrene Realität. Und 2023 scheint das zu brechen, dieses Illusionsbild, das er erstmal noch aufbaut. Und man muss sehen, was da noch passiert. Ja, das kann man ja noch mal drüber reden. Ich denke, dieser Krieg könnte noch eine Woche dauern. Die Angabe war von den Engeln ja einmal, dass es jetzt praktisch am Sonntag vorbei sein müsste. Eine Woche soll es dauern, dann kommt die große Entspannung.
Ich denke, das könnte nächste Woche wirklich kommen. Es sind immer nur Anhaltspunkte, wenn die Engel Zeiten nennen. Und es ist zu befürchten, dass ab Montag, weil er lässt jetzt die Leute fliehen, damit die raus sind, damit es nicht so viele zivile Opfer gibt, dass ab Montag eben das Bombardement wieder richtig beginnt, dass es richtig heftig wird, dass richtig gekämpft wird. Die Show, die ja innenpolitisch abzieht, will ich euch auch nochmal veranschaulichen. Es gab einen Brand in einem Atomkraftwerk. Und das hat der jetzt vor allem innenpolitisch inszeniert. Na, es wird heute gar nicht mehr berichtet, also man will auch wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, so die Panik raushalten. So, das war gestern und die Informationen, die ich dann so bekommen habe, also insgesamt zieht der innenpolitisch eine Show ab. Wisst ihr, wie er die ukrainischen Soldaten nennt? Faschisten. Im Fernsehen in Russland werden sie so dargestellt, als wären sie es, die ukrainischen Faschisten, also so eine Rebellentruppe illegaler Art, die die Wohnhäuser bombardieren. Umso mehr Wohnhäuser er bombardiert, kann er es der Gegenseite unterschieben. Und das macht er wirklich so. Er schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, er vermittelt dem russischen Publikum einen Kriegsgrund. Wir müssen da jetzt kämpfen. Die zerschießen den Leuten die Häuser. Das sind unsere Brüder. Zweitens, er will die Ukrainer demütigen. In seinen Augen haben sie ihn verletzt. Durch diese pro-europäische Haltung. Die jetzt die NATO eventuell ins Spiel bringt und so. Und da fühlt er sich wieder mal bedroht. Also der ist nicht ganz richtig im Kopf. Die NATO-Osterweiterung hat er als Verletzung wahrgenommen. Dabei vergisst er doch, dass der Ostblock seinerseits, als er verloren ging, was für ihn sein größter Schmerz ist, nach eigener Aussage, das war doch schon eine Vereinnahmung durch die Sowjets. Und wenn die NATO sich erweitert, was soll's, wenn er der NATO doch nicht gefährlich wird? Da kann er auch zur NATO eintreten. Theoretisch, nicht wahr? Natürlich kann man auch dem Westen vorwerfen, diese unnötige NATO-Osterweiterung angestellt zu haben. Aber sei es drum, anscheinend sollte das so kommen. Die Engel, die Außerirdischen, die lenken die Geschichte ja auch und man muss sagen, vielleicht wurde dadurch auch Schlimmeres verhindert. Wäre Baltikum, Polen nicht NATO, das, was er mit der Ukraine macht, hätte auch mit Polen passieren können, wenn die jetzt zu pro-europäisch werden. Da sie aber NATO sind, wagt er sich nicht an die NATO. Der hat Angst vor der NATO. Der mag die NATO in den europäischen Ländern für gering halten, die Kraft, aber die USA stehen da immer irgendwo hinter und da ist der Atomkrieg. Und den Atomkrieg, den will er nicht, weil er Russland liebt. Ja, und beim Atomkrieg wird sein geliebtes Russland kaputt gemacht. Also das kann man sagen, das ist eine Sicherheit, die man hat. Er wird nie einen Atomkrieg machen. Er wird in den nächsten Monaten oder Wochen, das haben so einige Andeutungen ergeben, ich bin mir da nicht ganz sicher, den Atomkrieg nochmal ins Spiel bringen in irgendeiner Weise. Deutschland, nicht Deutschland, Entschuldigung, Europa, USA, die werden dann auch massiv aufrüsten aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht auch nur deswegen, weil jetzt noch was passiert in der Ukraine. Und naja, wir wissen, ich weiß, meine ich weiß nicht ganz genau, wie die Friedensverhandlungen dann laufen. Es scheint darauf hinauszulaufen, dass er ein Stück der Ukraine kriegt, da die Separatistengebiete, die Krim,
Und dass es vielleicht noch ein Abkommen gibt über den Status der Ukraine, ob da Atomwaffen stationiert werden können. Aber es kann sein, dass es dann noch weitergeht und er zu der Maßnahme kommt, an der polnischen Grenze auf weißrussischem Gebiet, die sind ja seine Verbündeten, ein paar Truppen mal aufzustellen, um zu gucken, was passiert, ja, oder sowas in der Art. Nun, das ist noch zu erwarten, aber dann habe ich den Eindruck, kommt ab Mai wirklich eine sehr klärende Energie, die sehr befreiend und bereinigend auch wirkt für eventuelle Spannungen, die jetzt noch die nächsten Wochen zwischen Ost und West grassieren. Wir haben hier Nowakakowka, das sind die russischen Fahrzeuge, ich habe sie mir angeguckt. Das ist übrigens ein Gebiet, das besetzt ist hier unten. Und ich habe den Eindruck, das ist einfach ein Himmelfahrtskommando. Man schickt diese Truppen eigentlich in den Abgrund. Und der Abgrund, der dadurch dem Putin geschaffen wird, sind die vielen Toten. Denn nach Chodorkowski spricht sich das rum. Die haben Verwandte, dann werden in Social Media darüber geredet, ja, 30.000 könnten es am Ende sein, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, also um die Größenordnung könnte es sich drehen. Die Engel haben angedeutet, es ist eine der verlustreichsten Schlachten, die Russland in den Nachkriegsjahren geführt hat oder geführt haben wird. Und das wird sein Problem sein. Er wird wahrscheinlich deswegen nochmal reagieren auf Europa, auf den Westen, um dem Publikum klarzumachen, der Feind ist woanders. Ich bin nicht euer Feind, da ist der Feind. Wir müssen zusammenhalten. Angst schweißt zusammen. Und er wird das in den Medien wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich seine Show, ne? Er ist wahrscheinlich mehr Regisseur als irgendwie ein Machthaber. Das wird er in den Medien irgendwie darstellen. Dann, da bin ich ja auch mal drauf gespannt, was er in den nächsten Monaten da erzählt. Man müsste eigentlich so das mal immer wieder im Fernsehen zeigen, was da erzählt wird. Ja, und irgendwann ist es aber für jeden Menschen nicht mehr nachvollziehbar, nicht mehr glaubwürdig, ne? Und ich glaube, da wird der immer lächerlicher erscheinen, den Leuten. Vor allem, wenn die Wirtschaft dann entgegen der Medienpropaganda ganz schlecht plötzlich dasteht, dass es da richtige Brüche, Wegbrüche gibt. Und dann ist diese Illusion, die in den Medien gezeigt wird, von einer heilen Wirtschaftswelt hinfällig geworden. So, das ist, was Putin angeht. Der bleibt anscheinend aber noch lange an der Macht. Aber er verliert einfach an Rückhalt. Ich habe das so gesehen, ne? Der ist da nur noch der Diktator eigentlich. Die Dinge in Ukraine gehen also, ich sag mal, verhältnismäßig glimpflich noch aus. Die Einkesselung der Soldaten der ukrainischen Armee hier, die ja die Stellung halten, die haben sich eingegraben, das wird nicht eingekesselt, so scheint es. Es wird der Versuch unternommen, aber der scheitert eben gnadenlos. Dabei werden die russischen Truppen große Verluste erfahren. Und das scheint nicht lange zu dauern, ja, wenn ich nach diesem Eindruck auch gehe. Das scheint nicht lange zu dauern, was der Konflikt jetzt noch dauert, meine ich. Also es könnte noch eine Woche dauern. Ich habe dann den Eindruck, dass aus dieser Erfahrung dem Putin auch klargemacht wird, dass er sich auf Polen, Litauen, Lettland gar nicht einlassen kann, weil es da wahrscheinlich genauso verlaufen würde und außerdem wäre das NATO-Boden. Das heißt, das muss man auch ins Kalkül ziehen, diese Niederlage, die er erfahren wird militärisch, das macht ihn auch wieder ein bisschen zahm. Ja, der ist wirklich drauf im Moment und wir haben, glaube ich, nach dieser Ukraine-Krise sowas nicht mehr von ihm zu erwarten. Er wird auf andere Weise uns stören und lästig werden durch Wirtschaftliches.